Es geht in dem letzten Podium, wird es um neue Nutzungsformen von Klöstern und Kirchen, teilweise Klöster und Kirchen im ländlichen Raum. Das war schon eine Frage, die jetzt auch vermehrt im Raum stand. Und diese neue Nutzungsformen, neue Nutzer und Nutzerinnen dieser Kirchen, ihre Erfahrungen, die sind jetzt, stehen in den letzten, in diesem Podium im Mittelpunkt. Mein Name ist Katrin Kusmirz, ich bin wissenschaftliche Geschäftsführerin des Kompetenzzentrums Liturgik hier an der Theologischen Fakultät in Bern. Die Arbeitsstelle von Johannes Stückelberger ist auch Teil dieses Kompetenzzentrums. Ich begrüße ganz herzlich meine Gesprächspartner und meine Gesprächspartnerin, Barbara van der Meulen, André Keller, gleich hier zu meiner Linken und in der Mitte Thomas Schubiger. Ich werde Ihnen die drei Standorte, um die es jetzt in diesem Gespräch gehen wird, kurz vorstellen und dazu auch die drei Personen, die mit mir hier oben auf dem Podium sitzen. Ich beginne mit Thomas Schubiger, sitzt in der Mitte des Podiums. Er wohnt seit einigen Jahren im Kapuzinerkloster Wesemlin in Luzern und das ohne selber dem Kapuzinerorden anzugehören. Sie sehen hier Luzern, das Kloster, das ist jetzt die Ausnahme, liegt in der Stadt im Quartier Wesemlin. Es handelt sich dabei um ein großes Ensemble, Klostergebäude mit einem sehr großen Garten, mit mehreren Wirtschaftsgebäuden. Es leben im Moment 13 Brüder im Kloster und da aber auch ihnen die Räumlichkeiten jetzt mit der Zeit zu groß wurden, begann die Klostergemeinschaft über neue Nutzungsmöglichkeiten nachzudenken. Dabei herausgekommen ist ein Projekt, das zugleich die Konzentration auf das klösterliche Leben und zugleich die Öffnung nach außen in die Stadt, ins Quartier hinein ermöglicht. Das Projekt heißt, hier sehen Sie noch Bilder von der Klosteranlage, von der Klosterkirche. Die Klosteranlage wird teilweise renoviert. Sie sehen auf der linken Seite ein Dreieck, ein Mehrfachdreieck. Das ist das Bild für das Konzept Oase W. So wurde das neue Projekt im Kapuzinerkloster genannt. Und das besteht aus vier wesentlichen Elementen. Sie sehen es auf dem Bild in der Mitte und als Mitte des Ganzen die offene Kapuzinergemeinschaft, also die 13 Brüder. Dann das Kloster als spirituelles Zentrum, in dem auch verschiedene Angebote stattfinden. Dann drumherum einen großen Klostergarten, der auch als neu, auch als Begegnungsraum fürs Quartier dient. Und dann als vierten Stein, und das ist der Hauptpunkt, über den wir auch mit Ihnen sprechen heute, ist das klosternahe Wohnen. Für das klosternahe Wohnen wurde ein Teil des Klosters umgebaut. Die Mönche haben sich in einen Bereich des Klosters zurückgezogen. Es gibt neu in diesem Teil des Gebäudes ein Ärztezentrum und eben 10 Studios mit 2 Zimmerwohnungen, je ungefähr 25 bis 35 Quadratmeter groß. Diese Studios werden von 10 Bewohner und Bewohnerinnen bewohnt. Sie haben zusätzlich pro Stockwerk einen Aufenthaltsraum zur Verfügung, eine Gemeinschaftsküche und Gästezimmer. Die Bewohner, und das ist dezidiert die Idee auch dieses Konzeptes, können und dürfen am Klosterleben teilnehmen. Sie dürfen natürlich an den Gebetszeiten teilnehmen, aber auch am gemeinsamen Mittagessen und sie übernehmen auch Aufgaben im klösterlichen Betrieb. Ein weiterer Neubau für Wohnungen ist geplant, da sehen Sie rechts, das ist die Projektskizze, die ist jetzt gerade unterwegs oder ist gerade im Beginn. Herr Schubiger, ganz kurz, warum wohnen Sie im Kloster? Ich habe mir mal überlegt, ins Kloster einzutreten
und habe dann den Jakobsweg gemacht, so als Entscheidungsfindung. Und da hatte ich wirklich einen Moment schubiger, nein, nicht ins Kloster, so nicht. Wie ich dann in Luzern zu arbeiten begonnen habe, habe ich in den Medien von diesem Projekt gelesen und habe mir gesagt, okay, das könnte mein Kloster werden. Und ich wohne jetzt seit 2 Jahren in diesem Kloster Nahnwohnen und fühle mich da sehr wohl in unserer Gemeinschaft von diesen 6 Frauen und 4 Männern zusammen mit den Kapuzinern, die wir da miteinander unterwegs sind. Vielen Dank. Wir hören nachher noch mehr dazu. Ich möchte aber vorerst zum nächsten Projekt übergehen. Barbara van der Meulen, ganz außen. Sie ist kulturelle Programmleiterin im Kloster Dornach im Kanton Solothurn. Ich suche das Bild. Tut mir leid. Man sieht hier die Klosterkirche von außen. Zum Gebäude gehören auch hier ein Kloster, das ist die Kirche, ein großes Gebäude, in dem früher die Klosterzellen untergebracht waren, mit einem wunderschönen Kreuzgang und die Kirche von innen. Das Kapuzinerkloster war bis 1990 im Gebrauch. Es wurde im 17. Jahrhundert erbaut. Es wurde dann das Nutzungsrecht 1996 an eine Stiftung übertragen, die dann wenig später das ganze Ensemble als Schenkung auch bekommen hat. Es gibt neben der Stiftung noch in der übrigens die Einwohnergemeinde, die Bürgergemeinde, die katholische Gemeinde und die reformierte Gemeinde vertreten sind, gibt es auch noch einen Freundeskreis des Klosters Dornach. Im Kloster Dornach, und das ist auch sehr speziell jetzt für diesen Standort, ist auch ein Gastrobetrieb, ein Hotel und ein Restaurant untergebracht. Also das Kloster Dornach ist Hotelbetrieb, Gastrobetrieb, Kulturort und kirchlicher Ort zugleich. 2013 wurde dann das Standbein Kultur durch die Schaffung einer Programmleitungsstelle mit 30% gestärkt. Und seither finden regelmäßig kulturelle Interventionen, Kulturprojekte, Ausstellungen, Anlässe statt. Verschiedene Veranstaltungsreihen, zu denen wir dann auch noch etwas hören werden. Ein Beispiel sehen Sie hier rechts im Kreuzgang. Die operative Leitung des Betriebes liegt bei der Geschäftsleitung, zu der neu auch Barbara van der Meulen gehört. Ich habe Ihnen jetzt diese relativ komplizierten strukturellen Gegebenheiten deshalb geschildert, weil die dann auch Thema unseres Gesprächs sein werden. Aber zunächst, Frau van der Meulen, warum haben Sie sich für diese Stelle beworben? Was hat Sie daran gereizt, auch an diesem Ort? Das erkläre ich Ihnen gleich. Vielleicht noch einen Zusatz. Die Landeskirche Basel-Land ist auch noch im Stiftungsrat, weil es sind hier auch Vertreter der Landeskirche. als ich von dieser Stelle gehört hatte, das war im Frühling 2015, war ich mitten in den Vorbereitungen für eine Ausstellung, das eigentlich ein Kulturprojekt war, vom Schlossverein Zwingen engagiert, sich mit einer ehemaligen Papierfabrik auseinanderzusetzen und mit den ehemaligen Arbeitern, die gänzlich traumatisiert waren von der abrupten Stilllegung mitunter zu arbeiten. Und das war ein Projekt, das mich eigentlich aus meiner akademischen Tätigkeit, das heißt, ich habe damals an der Hochschule für Gestaltung und Kunst vor allem unterrichtet, in die Praxis hinausgezogen. Und ich habe von dieser Stelle eben gehört, dass eine Stiftung, Kloster Dornach, das Kloster kannte ich einigermaßen, aber auch nicht so wirklich, dass sie eben eine Programmleitung suchen, Kultur, Soziales, Spirituelles. Dieser Ort soll weiterentwickelt werden, etabliert werden zu einem Ort der Kultur und eben des Spirituellen auch. Und ich dachte, endlich werde ich auch mal bezahlt, 30%. Denn meistens, wenn man freie Kulturprojekte macht,
ist man eigentlich, wird man nicht bezahlt. Das hat mich schon mal gereizt. Und eben die Arbeit vor Ort, und ich habe mich naiv daraufhin gemeldet, und es hat sich dann ein weites Feld eröffnet vor Ort. Vielen Dank. Wir werden dazu noch etwas hören nachher, zu diesem weiten Feld. Und ich darf Ihnen noch den letzten Podiumsteilnehmer etwas näher vorstellen. Neben mir sitzt André Keller. Er ist Unternehmer und, man kann sagen, leidenschaftlicher Theatermensch. Er hat mir zwar verraten, lieber hinter der Bühne als auf der Bühne, aber hat selber schon einige Theaterproduktionen auf die Beine gestellt. Seit 2014 gehört auch er zu den noch seltenen Menschen in der Schweiz, die eine Kirche besitzen. Er hat die Kirche, die ehemals reformierte Kirche in Ebnath-Kappel, gekauft. Diese stand zum Verkauf, weil durch die Zusammenlegung schon länger von Ebnath und Kappel zwei Kirchen zur Verfügung standen, die nicht mehr gebraucht wurden. Herr Keller konnte die Kirche erwerben. Die Kirchgemeinde hat trotz einiger kritischer Stimmen dem Verkauf dann zugestimmt. Die Kirche wurde danach dann, hier sehen Sie sie von außen, die Kirche wurde danach zu einem Kultur- und Eventlokal umgebaut, dem Dömli, so heißt sie jetzt. Kanzel und Orgel blieben drinnen, ja, man sieht's. Sonst wurde natürlich eine Bühnentechnik sowie Ton- und Lichttechnik eingebaut und eine neue Form der Bestuhlung gewählt. Und jetzt ist das Dömli Spielort für ein breites Kulturangebot von Jazz bis Ländlermusik bis Comedy und vieles mehr. Herr Keller, als Sie das erste Mal in der Kirche standen, was für Visionen und Bilder haben sich da in Ihrem Kopf geformt? Was für Möglichkeiten sahen Sie da? Das war ein spannender Moment. Man steht ja nicht auf und kauft eine Kirche. Das ist jetzt einfach so, wie der Vorredner das schon gesagt hat. Mich hat an dieser Kirche die Architektur fasziniert. Es war mal eine Kirche, die in die Breite ging und nicht nur immer in die Länge. Das bietet halt die Möglichkeit, für die Zuschauer und den Schauspieler oder den Sänger nah beim Publikum zu sein. Es eröffnet viel mehr Möglichkeiten, und das war die Grundfaszination. Zudem ist die Kirche, wie man es auf dem Bild gesehen hat, auch zweistöckig, wenn man das so sagen darf. Die Orgel befindet sich in einer erhöhten Lage und man kann vor der Orgel mit einem kleinen Kammerorchester oder mit anderen künstlerischen Darbietungen viel erreichen. Wenn ich nachfragen darf, wieso haben Sie eine Kirche gekauft und nicht ein Kleintheater in einer Stadt? Ja, man macht halt hin und wieder Dinge, die man nicht ganz erklären kann. Ich habe einen Betrieb in diesem Ort, habe ein Stück Land gekauft zur Betriebserweiterung, und der Verkäufer hat mir gesagt, brauchst noch eine Kirche, die da unten ist, zu verkaufen. Und so kam das Ganze in den Gang. Mich hat wirklich die Kirche als Ort für kulturelle Anlässe fasziniert, von der Architektur und von der Möglichkeit. Das war der Grund. Vielen Dank. Ich hoffe, Sie haben jetzt ein klein wenig ein Bild von diesen drei Orten und von den kulturellen oder den Veranstaltungen, die dort stattfinden. Ich meine, wir haben drei interessante Projekte jetzt von Umnutzungen oder Nutzungserweiterungen von Kirchen und Klöstern. Klöster haben bis jetzt ja in unserer Diskussion noch fast keine Rolle gespielt. Dabei gibt es natürlich in der Schweiz eine große Anzahl an Klöstern, die vor denselben Fragen stehen wie die Kirchgemeinden. Interessant finde ich diese drei Beispiele auch deshalb, weil sie ein Spektrum unterschiedlicher Nähe zum kirchlichen Ursprung des Gebäudes haben. Also im Dömli ist dieser kirchliche Hintergrund, die Geschichte, nur noch als wirklich Background vorhanden. Der Raum, ein bisschen von der Info, von der Möblierung. In Dornach sind Spiritualität, Kultur, Gastronomie, die Kirchen immer noch wichtige Player in der Gestaltung des Lebens im Kloster Dornach. Und im Luzern dann schließlich
bleibt die neue Nutzung ganz nah am ursprünglichen Zweck des Klosters, nämlich geistliches Leben zu ermöglichen. Gleichzeitig sind es auch Beispiele von Umnutzungsprojekten, in die ganz verschiedene Interessensparteien involviert sind. Dem wollen wir auch ein bisschen nachgehen. Neben eben den Erfahrungen, die Sie jetzt alle machen in diesen Umfeldern, wollen wir dann auch nach den Reibungsflächen fragen, die sich vielleicht zwischen den verschiedenen Nutzungszwecken ergeben, aber auch zwischen den verschiedenen Nutzungsgruppen. Meine Brille möchte das Mikrofon loswerden. In einem kleinen Filmbeitrag zum Dömli, da gibt es einen schönen Ausschnitt von zwei Komikern, die nach dem Eröffnungsanlass im Dömli dann ein Interview geben, und der eine dieser beiden Komiker sagt dann, für mich ist das eben trotzdem noch eine Kirche, obwohl sie eigentlich entweiht ist, aber hey, du hast trotzdem das Gefühl, es ist was ganz anderes. Man hat ein leicht komisches Gefühl, weil es im Kopf eben immer noch etwas Religiöses ist. Ich finde das sehr spannendes Zitat. Also irgendwie spielt dieser kirchliche Hintergrund noch eine Rolle. Er ist präsent und doch sichtbar. Welchen Einfluss hat das auf Sie, auf die Veranstaltungen im Dömli, und programmieren Sie dadurch anders? Oder was macht der Raum mit dem, was da drin passiert? Ja, über den Raum selber habe ich viele Informationen zurückgehalten, dass die Leute einfach sagen, es ist ein sehr angenehmer Raum, ich fühle mich wohl hier, ich kann die Veranstaltung genießen. Dieses Feedback kommt wirklich regelmäßig. Ich denke auch, die Aussage, die der Komiker gemacht hat, ist auch etwas abhängig davon, was für eine persönliche Beziehung man zum Glauben, zum Christentum in diesem Fall hat. Für mich ist es ein Raum, der die Möglichkeit bietet, die Gemeinschaft zu nutzen. Dafür, denke ich halt, sind die Kirchen gebaut worden. Wir gehen vielleicht jetzt einen anderen Weg. Ich habe immer gesagt, und das habe ich auch den Leuten beim Vorstellung des Projektes gesagt, es wird auch ketzerische Töne geben. Es muss ein freier Raum sein für Meinungsäußerung, für Kritik, für Lachen, für alles Mögliche. Und die Kirche ist halt einfach das Gefäß dafür. Aber es ist kein sakraler Raum mehr. Aber Sie können nie wegdiskutieren, dass eine Kirche ist. Das ist halt so. Gibt es denn für Sie Grenzen bezüglich der Auswahl von Events oder ja, was alles da drin stattfinden kann oder soll? Dadurch, dass der Raum eben der Raum ist, der er ist? Die Grenzen gab es schon vorher. Ich meine, die Ethik, die man pflegt, wenn man Stücke inszeniert oder wenn man Produktionen auf die Beine stellt, dann gibt es Grenzen für einen selber, der sagt, da mache ich mit oder da mache ich nicht mehr mit. Da hat sich für mich nichts geändert. Aber es ist sicher schwierig, gewisse zu ketzerische Produktionen hineinzubringen. Das kommt auch beim Publikum nicht an. Also wir spielen ja vor allem, dass Leute kommen und nicht zur Befriedigung unserer selbst, sondern dass man schaut, man möchte die Kirche füllen, man möchte den Leuten etwas bieten, etwas Gutes tun, sage ich mal so. Und dafür hatte ich noch nie Schwierigkeiten bei der Auswahl. War das Thema bei den Verkaufsgesprächen, eben was da dann passiert? Ich nehme an, also wie... Von der Seite der Kirchgemeinde her wurden da Bedenken geäußert oder wie, waren da Ihre Erfahrungen? Die Bedenken wurden sicher geäußert, das wurde aber innerhalb von der Kirchgemeinde auch abgemacht. Ich habe notariell dann verbrieft, dass es keine sektiererische Glaubensgemeinschaft geben darf in dieser Kirche. Da ist man in Ebnerkappel etwas gebrandmarkt. Und auch kein Erotik-Etablissement. Das waren so die zwei Pfeiler, und alles andere ist eigentlich frei. Wir versuchen, das als diesen Raum zu nutzen, aber es ist auch ein Geben und Nehmen. Wenn es keine Kundschaft, sage ich jetzt mal, kein Interesse der Bevölkerung dafür gibt, wird man sich überlegen müssen, eine andere Nutzungsform für diese Kirche zu finden. Ja.
Frau van der Meulen, gibt es denn bei Ihnen, also was wären so Ihre Kriterien für die Gestaltung des Kulturprogramms im Kloster Dornach? Ist der auch ein Soll, noch dezidierter jetzt als Dömle, soll das nicht mehr sein, aber Kloster Dornach soll noch ein Ort sein, an dem es auch um Spiritualität und Religion geht. Gibt es da Kriterien, was Sie da, was muss ein Programm oder ein erfüllen, dass Sie es gerne gestalten in dem Kloster? Wir haben keine feste Kriterien. Also es gibt einen Stiftungszweck und da sind Kriterien aufgelistet. Also dass es weiterhin ein religiöses Zentrum ist, dass es Kultur gibt, dass es Bildungsangebote gibt im großen Rahmen. Aber was die spezifischen Inhalte sind, das war auf jeden Fall offen, als ich diese Stelle angetreten habe. Und ich habe eigentlich vor Ort einen ziemlich heterogenen Ort angetroffen, weil man sich eigentlich zum größten Teil eingemietet hat und einfach eine Ausstellung gemacht hat oder diverses Programm. Und ich wollte eigentlich nicht einfach einen Kriterienkatalog aufstellen und ein Team zusammenstellen und der Gastronomie mitteilen und dem Stiftungsrat mitteilen und dem Freundeskreis mitteilen, was jetzt hier passiert, sondern es war mir ein großes Anliegen und das war der eigentliche Stachel und sitzt mir immer noch tief im Fleisch, weil das Einkommen, diese 30%-Stelle ist jetzt nicht so groß, dass es jetzt wirklich dieser große Anreiz gewesen ist. Oder ich habe das etwas ironisch vorher gesagt. Es geht vor allem darum, mit kulturelle Arbeit im Zusammenhang mit Kulturschaffenden und Künstlern, diesen Ort im Austausch, im ständigen Austausch der anderen Player, also der Kirche, der Gastronomie und der Hotellerie erst zu entwickeln. Deswegen kann ich jetzt nicht eine fixe Liste aufstellen. Die Ausstellung, die ich gemacht habe, die man vorher gesehen hat, mit dem Titel Geist und Luxus, im Herbst 2016, war ein Anfang in diesem Prozess, der jetzt ziemlich dynamisch sich vorwärts bewegt. Was sind denn für Sie die Möglichkeiten, die sich aus diesem Zusammenspiel von Kunst und Religion und vielleicht auch Gastronomie ergeben? Also ist das, welche Synergien ergeben sich da? Ich hoffe, ganz viele. Also wir sind jetzt auf dem Weg, diese Thematik von Geist und Luxus aufzunehmen, nämlich dass das Kloster Dornach mit eben einem wunderbaren Klostergarten, mit einer reichen kulturellen Tradition, also allgemein in der Einbettung der klösterlichen Tradition, zu einem Ort der Rekreation, also der geistigen Rekreation mittels kulturellen und künstlerischen Impulsen, sei es eine Ausstellung oder ein Konzert, was man hört. Und zur Rekreation gehört auch die physische dazu. Und das wäre dann eben die Frage an die Gastronomie, welche Formen von Kulinarik sie künftig anbietet. Es geht eher dahin, dass es um eine bewusste Ernährung geht, um eine nachhaltige Lebensmittelverarbeitung. Und da sind wir jetzt zusammen eben, wie Sie angesprochen haben, in der Geschäftsleitung drin. Das heißt, es gibt ein Leiter Gastronomie Hotel, Leitung Kultur und Leitung Kirche. Ich switche jetzt noch, ich nehme die Kirche auch noch mit ein. Es gibt ja einen Kirchenvorsteher, einen Rektor Ecclesia, mit dem ich im Austausch bin. Und wir zusammen als operative Gruppe versuchen eben auch diese Strategie einer möglichen Identitätsfindung eines solchen Ortes zu entwickeln. Aber direkt in der Praxis. Also es geht alles zusammen. Im Moment sind wir noch in einer Bausanierung. Viele Räume werden saniert, das Kloster soll auch ein bisschen geöffnet werden mit einer anderen Eingangsgestaltung, mit einem Glaskubusrezeption und dass man außen auch sieht, was drinnen im Moment auch passiert. Dieser Bereich Kunst und Religion
Viele von uns würden sagen, die sind nahezu deckungsgleich oder spirituell, oder andere sagen, nein, Kunst ist nicht unbedingt spirituell. Und wenn ich es richtig verstanden habe, hat sich an dieser Frage haben sich auch irgendwie ein paar kritische Fragen dann ergeben, die in diesem Zusammenwirkung der verschiedenen Interessengruppen auch ein bisschen für Diskussionen gesorgt haben. Was ist jetzt Kunst? Was ist Spiritualität? Passt das noch zu dem Kloster oder passt das in den Kirchenraum etc.? Mhm. Ja, das ist auch ein laufender Prozess. Ich habe eigentlich das Glück mit der Kultur, also mit einer bestimmten Vorstellung von Kultur, die Pflege der Umgebung, der Geschichte, des Versuches, die Geschichte, das ist ein spiritueller Ort gewesen, es ist immer auch noch ein bisschen da. Die Tradition eben in eine zeitgemäße Form zu entwickeln. Und was das denn schlussendlich ist, eben ich habe vorhin gesagt, geistige, physische Orte, Rekreation, eine Oase der Erholung. Kann ich vielleicht noch ein Vorausschau machen zum nächsten Programm, das heißt Aussteigen. Also es sind gesellschaftliche Themen, die wir jetzt versuchen aufzunehmen, als Angebote auch an die Kirchenvertreter vor Ort, das spirituelle Angebot natürlich auch zu ernähren. Ich bin keine Theologin, das ist nicht mein Fachbereich. Wir versuchen von Seiten Kultur Impulse zu setzen und miteinander dann Veranstaltungen zu treffen. Also für mich vielleicht war noch ein Anreiz natürlich auch, ich war länger in einem Seelsorgeverband tätig auch. Von mir weiß man aber, dass ich immer ganz außen am Rand der katholischen Kirche stehe, aber nicht austrete, weil ich sie trotzdem unglaublich faszinierend finde, von meiner eigenen Biografie her, von der Kunst. Kunst und Kirche, Kunst und Religion haben eine ganz längere Geschichte miteinander und ich möchte hier dranbleiben. Und an diesem Ort, das ist einfach, das hat unglaublich Potenzial, diese Diskussionen zu führen, wie Kirche und Kunst oder Religion und Kunst miteinander in eine vielleicht ein bisschen stärkere Lebendigkeit geführt werden können. Vielen Dank. Ja, wenn wir sind so dran, ein bisschen an den Reibungsflächen zu überlegen zwischen den verschiedenen Nutzungszwecken solcher Orte. Und Herr Schubiger, ich kann mir schon doch auch vorstellen, dass zwischen dem klösterlichen Leben so als Leben in Abgeschiedenheit und dem Anliegen der Öffnung nach außen, dass es da doch manchmal auch zu einem kleinen Culture Clash kommen könnte. Wo gibt es denn da in diesem Ensemble, in diesem Zusammenleben, gibt es da Reibungsflächen und wie gehen Sie mit diesen um? Es war für die Klostergemeinschaft sicher sehr ungewöhnlich, dass von den seinerzeit 80 Bewerbungen für diese 10 Studios jetzt da auch Frauen mit im gemeinsamen Wohnbereich sind. Das ist etwas Neues. Aber ich möchte vorrücken, warum hat man Reibungsflächen verhindert oder wie hat man das aufgefangen? Mhm. Vorhin war von Konzeptlosigkeit auch die Rede. Und da bewundere ich wirklich jetzt auch diesen Weg, den die Kapuziner gegangen sind mit dieser Oase W und dem Kloster Wesmelin. Ich möchte da etwas ausholen, eben diese Konzepte. In den 60er Jahren waren es 700 Kapuziner mit etwa 20 Klöstern in der Schweiz. Jetzt sind es noch etwa 5 Klöster mit etwa 120 Kapuzinern. Die Gemeinschaft ist gefordert, was macht man mit den Räumlichkeiten? Eine Konzentration findet statt und so war dann letztendlich auch der Entscheid, dass Luzern als Hauptsitz eine dominierende und eine tragende Zukunftsrolle haben soll. Man hat in die Immobilie investiert, man hat saniert, ganz beträchtlich und eben sich auf einen Gebäudeteil zurückgezogen, um neue finanzielle Mittel zu generieren. Also in einem Gebäudeteil diese Ärztegemeinschaft, 12 Ärzte, die da praktizieren. Es gehen tagtäglich 200 Patienten auf den Klosterareal herum, in den Klostergarten. Die Miete dieses Medizinzentrums gewährleistet den Kapuzinern einen längeren Fortschritt
fortbleiben auf ihr Kerngeschäft, auf die Spiritualität, dass sie das weitertragen können und andere Dinge eben weggeben können, was den Gebäudeteil anbelangt. Über diese Ratspraxis unsere 10 Studios. Es war ein langer Prozess. Innerhalb dieser 100 Kapuziner will man das überhaupt und was soll damit geschehen? Und da waren auch nicht alle Feuer und Flamme. Und eine Gegebenheit der franziskanischen Gemeinschaft ist auch, dass man nicht immer im gleichen Kloster bleibt. Man kann auch in eine andere Klostergemeinschaft gehen. Und somit sind diejenigen Kapuziner, die sich mit dieser neuen Wohnform nicht anfreunden konnten, in eine andere Gemeinschaft übergetreten. Und so sind jetzt heute, ich sage jetzt die Jüngeren, aber doch auch 50 plus, hier in dieser Wohnform. Und dass man das im Vorfeld bereits geregelt hat, hat viele Reibungsflächen weggenommen. Aber auch, wie sollen unsere Mietverträge ausschauen? Dürfen wir als Mieter Männer oder Frauen in unsere Studios zur Übernachtung nehmen? Oder nehmen wir an den Essen teil, nur am Mittagessen? Oder will die Kapuzinergemeinschaft am Abend alleine sein? All das wurde im Vorfeld sehr ausgiebig und lange diskutiert. Und da wurde sehr viel Vorarbeit geleistet, dass uns Mietern jetzt eine fast konfliktfreien Begegnungszone ermöglicht. Und wenn es jetzt mal Fragen gibt zur Sauberkeit der Gemeinschaftsküchen oder zur, zum Verhalten der, oder irgendwelche Fragen entstehen, Konfliktfragen, was passiert dann, wie gehen Sie die an? Das wurde auch bereits vorgängig organisiert, also die Mietverträge sind klar. Ich bin für mein Studio zuständig, die Gemeinschaftsküche von unseren von Klostern anwohnen, da müssen wir selbst miteinander regeln. Wir dürfen aber keine Bilder in den Gängen, in den Fluren aufhängen, keine zusätzlichen Möbelstücke. Also, die Gerätschaften in der Küche wurden so zusammengetragen. Also wir als Gemeinschaft, Kloster Neues Wohnen, treffen uns einmal monatlich zum Essen und uns auszutauschen und gegenüber der Klostergemeinschaft ist eine regelmäßige Sitzung mit den Verantwortlichen, wo dann Waschküche, andere Begegnungszonen wirklich auch besprochen werden. Ja. Also es braucht Strukturen oder Gefäße, in das immer wieder thematisiert werden kann. Also ja. Und da sind wir schon mitten bei diesem Zusammen- oder komplexen Zusammenwirken von verschiedenen Interessensgruppen oder Beteiligten an solchen Projekten. Jetzt, Sie haben, Frau van der Meulen, schon ein bisschen erzählt, dass Sie in einer relativ komplexen Struktur arbeiten, Stiftungsrat, Freundeskreis, Geschäftsleitung und in alledem die politischen Gemeinden, die Kirchgemeinden, alles vermischt sich und Sie haben Ihre Ideen und möchten die gerne durchsetzen. Wie geht das? Also, was gibt es da für Mechanismen? Wie kann man das wie kann man da zusammenarbeiten? Was gibt es für Strukturen und Möglichkeiten da? Also erstmal wird mir immer gesagt von diesen diversen Beteiligten, dass ich mehr Geduld haben muss. Also es ist für mich eigentlich eine Geduldsübung. Aber es auf der anderen Seite eben 1990, 91 sind die letzten Kapuziner ausgezogen, das Kloster, es gab ein kleines Café, das lief aber renditetechnisch nicht wirklich gut. Dann hat die Stiftung eben diese Gastronomie, der Bereich Gastronomie sich gestärkt. Die sind in den schwarzen Zahlen, also das ist ein starke Träger eigentlich vor Ort. Und damit, man muss ständig den Austausch suchen. Die Interessen sind zum Teil natürlich unterschiedlich. Als ich angefangen habe, war diese Bausanierung gerade in Planung. Das steht natürlich im Vordergrund und nicht jetzt irgendeine Ausstellung. Und ich bin im Stiftungsrat, ich habe kein Stimmrecht, aber ich kriege die Information mit. Und mit vielen Gesprächen ergeben sich Möglichkeiten. Und manchmal weiß ich auch nicht, wieso. Man hat schlaflose Nächte und es
es läuft dann trotzdem. Und plötzlich gibt es auch solche Parteien, wir waren ja auch in den Medien, bei den einen ist es bekannt, es gibt Parteien vor Ort, die sich wirklich schwer tun, sich einzugestehen, dass es kein Kloster mehr ist. Und wahrscheinlich in der nächsten Zeit auch keines mehr wird. Also die Kirche ist ja eine katholisch geweihte Kirche, sie wird ökumenisch betrieben in dem Sinn. Das ist für sich der sakrale Raum, aber dass das Klostergebäude neu mit Inhalt gefüllt werden muss und viele das auch wollen, da machen natürlich nicht einfach alle mit. Und eben deswegen muss ich mich auch und andere natürlich in Geduld üben. Also es braucht mehr Zeit. Man muss ständig im Gespräch bleiben und Kompromisse machen. Herr Keller, das kennen Sie wahrscheinlich auch, dass Leute im Dorf sagen, irgendwie, oh, nein, das sollte, hätte eigentlich eine Kirche bleiben sollen und jetzt ist irgendwie da, spielen da Rock, eine Rockband drin und steht auf der Empore und die Post geht ab. Sie können zwar in Ihrem Haus bestimmen, was passiert, Sie sind Herr im Haus jetzt, ich unterstelle Ihnen jetzt einfach mal, dass Sie dennoch auf ein gutes Verhältnis mit den Nachbarn auch aus sind oder auch angewiesen sind, also mit den Menschen in Ebnat-Kappel. Wie haben Sie diesen Austausch gepflegt? Gibt es Erfahrungen? Wie haben Sie die Dorfbevölkerung oder gerade auch die reformierte Bevölkerung da versucht einzubeziehen? Ja, das hat im Vorfeld stattgefunden, vor dem Verkauf, weil ich habe das in den vorhergehenden Diskussionen schon gemerkt, die Kirchgemeinde muss sich ganz bewusst sein, ich verkaufe die Kirche, fort ist fort. Das ist einfach so, dann kann man nicht, ich hätte und wieso und weshalb. Und ich habe mir einfach ein Konzept zurechtgelegt, für mich selber, für die Bevölkerung und die Leute von dieser Kirchgemeinde und habe gesagt, das wäre meine Idee. Ich bin ja nicht auf diese Kirche angewiesen. Ich hatte eine Vision, was man damit machen kann. Der Kontakt zu der Bevölkerung findet jetzt über die Events statt. Ich wohne nicht an diesem Ort, ich wohne 50 Kilometer weiter, also ich bin nicht in das örtliche Geschehen eingebunden, zwar durch den Betrieb, den ich dort habe, aber sehr bescheiden. Und ich suche das auch nicht. Ich kriege viel Feedback von den Leuten, die Events besuchen. Ich kriege auch Anrufe von den Nachbarn, wenn das Licht noch brennt in der Kirche und wenn die Kirchenuhr nicht ganz genau geht und wenn irgendwelche Dinge sonst nicht korrekt ablaufen, da ist dann schon noch viel Herzblut bei der Bevölkerung vorhanden und das kriegt man auch mit. Was haben Sie denn den Menschen gesagt, die eben damals, als das diskutiert wurde, der Verkauf, die eben da Mühe damit hatten, dass da jetzt Musik spielt und Küpplis drin ist. Wie haben Sie versucht, ihnen eine Brücke zu bauen? Also ich glaube, die Brücke bauen, die konnte ich nur über das Konzept. Und die Kirchgemeinde muss sich ganz selber bewusst sein, was sie mit diesem Schritt macht. Weil es ist dann einfach vollzogen. Und da gab es Leute, die bei der Abstimmung den Saal verlassen haben, demonstrativ, und gesagt haben, das finde ich absolut nicht in Ordnung. Ich habe von Anfang an gesagt, es sollten mindestens 65% für diesen Verkauf sein, sonst mache ich nicht mit, ich brauche keine schlechte Stimmung im Dorf. Aber schöne Momente habe ich erlebt an den Konzerten, wo wirklich ältere Leute zu mir gekommen sind und haben gesagt, das haben sie jetzt wirklich super gemacht, ich war völlig dagegen, aber wenn man das Resultat jetzt sieht, was geschieht in diesem nicht allzu großen Ort, dann finden sie das super und haben gesagt, machen Sie weiter. Das ist das Schöne daran. Wir haben leider nur noch Zeit für eine Schlussfrage, weil ich da auch noch zwei, drei Fragen aus dem Publikum aufnehmen möchte. Wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt und sagt, ja, ich möchte oder wir möchten an diesem und diesem Ort auch ein ähnliches Projekt machen. Was würden Sie dieser Person als wichtigsten Rat auf den Weg geben? Versuchen, wagemutig zu sein und einfach auszuprobieren, verschiedene Möglichkeiten
einstecken können oder wieder neu anfangen zu können. Und darauf vertrauen, dass es irgendwie auf einen zukommt, auch die richtigen Personen, die, also dieses Ausstellungsprojekt, das ist ehrenamtlich entstanden, eigentlich also nicht jetzt von meiner Seite aus, aber der ganze Tross von Künstlerinnen und Kulturschaffenden, die haben ehrenamtlich hier quasi gepusht, um diverse Möglichkeiten und Angebote auch an diesem Kloster oder dem Stiftungsrat und den Freunden zu präsentieren, ob sie es dann nehmen oder nicht. Mhm. Einfach machen. Offen sein für Verschiedenes, ja. Für Mitwirkung, für ja. Alles. Flexibel bleiben wahrscheinlich. Mhm. Genau. Herr Schubiger. Ich stelle fest, wenn ich davon erzähle, dass sehr großes Interesse von Singles im Alter von 50 plus an solchen Wohnformen ist. Und da ermutige ich wirklich jetzt, wenn da auch Leute von der Architektur drin sind, dass solche Gebäude wirklich auch eine Wohnchance haben und bestimmt auch Wohninteressenten finden. Klöster interessieren sich sehr fest auch für das Angebot, wie es jetzt in Westmelin ist. Es kommen Klostergemeinschaften vorbei, Schwestern, Brüder, wie wurde das gemacht? Aber da spielt immer auch noch das Alter der entsprechenden Leute eine Rolle. Und die Kapuziner selbst sagen, jetzt so mit 70, jetzt haben wir das noch geschafft. Zu spät wäre dann zu spät für einen solchen Challenge. Also mit 50 plus kann man es noch anpacken. Und Herr Keller, was würden Sie jemandem raten, der gerne eine Kirche kaufen würde? Ja, dass ein klares Konzept sich zurechtlegt, was er mit der Kirche machen will, und zwar ein Plan A und auch ein Plan B. Und dass er mit der Bevölkerung sicher den Dialog sucht. Die Diskussion, die ich vorher gehört habe, die müssen stattgefunden haben. Man muss sich klar sein, und wenn man sich klar ist, dann ist es einfach erledigt. Die Diskussion, die muss wirklich vorher geschehen. Gut, vielen Dank Ihnen für Ihre Mitwirkung an dem Podium. Die Programmleitung hat gesagt, wir müssen die Fragen verschieben auf nachher, auf die Schlussdiskussion, die ja bald ansteht. Also ganz herzlichen Dank an Sie fürs Kommen und Teilen von Ihren Erfahrungen. Sehr schön.